Und das ist die in der Mitte. Also die obere, der Rest ist halt nur fake. Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei Nerdseven.de sind wir gerade. Genau, das ist nämlich unser Hauptkanal und Nerdseven Tech unser Zweitkanal und unser Drittkanal ist Best of Nerdseven. Wenn ihr Bock habt, folgt einfach. Genauso wie auf Instagram, Twitch und Twitter. So, Werbung zu Ende. Jetzt geht's um das Schlechteste und ich habe keine Ahnung wovon. Genau, weil Folge 2 und wie beim letzten Mal, ich habe Ronny vorher noch nichts gesagt, worum es geht. Ihr wisst es natürlich schon, weil ihr habt es im Titel gelesen. Ronny wird's sehen. Ich bin sehr gespannt. Das Schlechteste. Ich gucke auch gar nicht hin, nicht, dass ich gleich einen Kurzkampf kriege. Cool, ein Mobile Smart Device. Unser Top-Angebot. Aber mindestens. Warum ist da... Oh, es kann SMS. Gut, die Packung sagt erstmal nicht viel aus. Für wichtig ist, Kriterium, es ging um Neuware. Die günstigste Neuware, ich habe es jetzt, kann gleich schon mal vorweg sagen, auf eBay gefunden. Oh, Acer, Markenware. Geil, endlich mal ein vernünftiges Telefon. Oh, das ist sehr groß. Gut, das gucken wir uns gleich an. Zubehör ist ja auch nicht ganz unwichtig. Es gibt hier noch so eine alte Socke aus Kunstleder. So wie Anne dazu mal. Dann gibt es ein Micro-USB-Kabel. Kopfhörer? Junge, Junge, Junge. Dann gibt es noch einen Netzstecker für die europäische Norm. Und das Ganze nennt sich Acer 33E310, so rum. Genau, Acer Liquid Mini konkret. Ich bin fast auf Nokia jetzt reingegangen hier, 3310. Aber okay, da ist noch ein bisschen mehr Anleitung zu Döns drin. Das packe ich mal alles wieder weg. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Genau. Normalerweise bin ich ja dafür, so wie beim letzten Mal, ich gucke mir die Produkte auch nicht vorher an. Diesmal habe ich es aber so gemacht. Ich habe WLAN und Co. schon alles eingerichtet. Jetzt hast du schon gespoilert, da ist WLAN drin. Oh, 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 oh. Ja, sorry, so, aber das WLAN. Sauber machen. Ich zoome auch mal ein bisschen ran, weil ich glaube, wir sehen sonst nicht viel. So, ich habe es auch schon mal hier angemacht. Hier oben ist quasi der Power-Button. Das Ganze aus Chromlegierung Kunststoff, würde ich sagen. 3,5er Klinke, an der Seite Lautstärke hoch, runter. Dann haben wir noch einen Kameraauslösebutton oder irgendwas. Bedienelemente unterhalb des Displays und noch Micro-USB zum WLAN, was eigentlich okay ist. Also, und was haben wir für eine Kamera? Da eine 5-Megapixel High-Definition-Kamera. Oh, da ist noch ein Aufkleber drauf. Den sollten wir abmachen, nicht, dass wir hier schlechte Bilder machen gleich. Mit dem 5-Megapixel-Sensor. Also es scheint wirklich Neuware zu sein. Ja. Ich gehe davon aus. Ja. Anhand der Verpackung hatte ich so ein bisschen meine Zweifel, weil es sieht nicht original aus. Jetzt läuft aber flüssig. Gut, ist gerade gestartet. Sollte man dem Gerät jetzt nicht direkt übel nehmen. Und es lädt. Was lädt das denn da? So, okay. Wir haben Telefon. Genau, das kannst du nach oben ziehen in den kompletten Bereich. Dann kommst du ins Menü. Ich wollte mir nur die Ladezeiten angucken. Man merkt schon, es ist jetzt nicht so schnell. Touchscreen reagiert auch nur bedingt. Also man merkt, dass hier verdammt alte Hardware und Technik verwendet wird. Das ist halt wirklich noch so ein Touchscreen, wo du Druckpunkte brauchst, um das der auslöst. Also eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich glaube, das liegt noch daran, das liegt noch daran, dass der noch nicht so richtig hochgefahren ist. Okay, jetzt gehen wir mal in den Android Store rein. Google. Ich merke schon, Vierer Android oder irgendwas. Nee, guck mal in die Einstellungen rein. Du musst unten die Leiste genau einfach nur hochziehen. Also in den Bereich unten klicken, genau. Achso, jetzt. Wo haben wir jetzt die Einstellung? Talk. Ach, hier, da. Drahtlos, Töne, Display, Anwendung, Datenschutz, Eingabe, Telefon, Informationen, Systemupdate, Modell E. Android 2.2.2. Ja gut, da ist der Google Play Store definitiv abgeschaltet und stumm geschaltet. Da kannst du gar nichts mehr mitmachen. Aber hey, es soll wohl ein Update auf 2.3 noch gegeben haben. Das hilft jetzt auch nicht. Alles unter 6.0 ist doch, oder 4.0 ist, glaube ich, nicht mehr nutzbar, ne? Ja, ja. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht konkret, welche Nummer. Auf jeden Fall mit 2.2 Pustekuchen. Wir können uns nicht bei Google anmelden. Und da haben wir auch direkt das erste Problem. Bis auf die Apps, die jetzt hier installiert sind, kann ich nichts mehr ohne Umwege nachinstallieren. Das heißt, mal eben WhatsApp würde nicht funktionieren. WhatsApp ist nur noch, aber was haben die letztens abgeschaltet? Ich glaube, über Android 6.0 noch nutzbar, alles darunter funktioniert mit WhatsApp nicht mehr. Und das werden die immer weiter reduzieren. Meine, wenn man bedenkt, wie alt Android 2 ist, dann hat man das, glaube ich, auch verstanden, warum das jetzt nicht mehr so notwendig ist, weil die 0,1% der Menschheit, die dann noch so ein altes Telefon benutzen, die haben dann das Nachsehen. Traurig, wie es ist, aber... Du könntest ja mal schätzen, wann ist denn das Gerät auf den Markt gekommen? Mit Android 2? Das ist doch 15 Jahre her. Keine Ahnung, nee, nicht ganz. Ist ja über 10 Jahre auf jeden Fall. Wenn man jetzt ein jährliches Update macht, wir sind gerade bei 12, ist 2 ja genau 10 Jahre her. Also es wäre theoretisch 2012. Es kam im Januar... Also damit kommt es jetzt genau hin. Januar 2011
auf den Markt. 11 Jahre alt. Und wie gesagt, es ging mir als Kriterium das günstigste Smartphone Neuware. Ja. Ja. Und das Geniale ist, es steht ja noch nicht mal, ich blende euch das mal ein von eBay, das Angebot, wo ich es gekauft habe. Es stand ja nicht da, dass man jetzt zum Beispiel das überhaupt nicht mehr wirklich benutzen kann, weil man sich nicht mal mehr mit seinem Google-Account anmelden kann. Also das finde ich schon sehr fragwürdig. Aber eins kann man jetzt hervorheben, es ist funktional, es ist alt und es funktioniert. Ja, also, zumindest könntest du mit SIM-Karte jetzt noch telefonieren. Faktisch, du kannst es als normales Telefon benutzen. Akkulaufzeit wird auch so 1,5 bis 2 Tage sein, denke ich mal, weil das hat sich in den letzten 5 bis 10 Jahren so gut wie gar nicht geändert. Nur, dass die Displays größer wurden, die Akkus größer wurden, aber die Laufzeit immer gleich geblieben. Es hat nicht wie mit einer Nokia 3210, wo du eine Woche mit einem 4-Zeilen-Farbdisplay oder Grauzeilen-Display dahin kommst, wie auch immer das jetzt benannt wurde. Das ist aber, also ganz ehrlich, A, hätte man es dazu schreiben müssen, ja. Trotzdem, meiner Meinung nach. Es und B, man kann ja halt jetzt nur damit, ich sag jetzt mal, telefonieren. Dann kann man auch ein normales Feature-Phone nehmen, komplett ohne, sag ich mal, aufwendiges Betriebssystem. So ein Feature-Phone kostet irgendwie teilweise 20 Euro. Ne? Und oder dann SIM-Karte rein, SMS ja. Schreiben, Bilder kannst du damit auch machen, telefonieren. Weil wie gesagt, großartig was machen kannst du nicht. Ne? Nicht annehmen war jetzt der falsche Knopf. Ich wollte das Navi eigentlich mal kurz anmachen. Das denn funktioniert so. Ich meine, als billiges Navi könnte man es jetzt auch nehmen, aber ist halt die Frage, was es billig bedeutet. Also um es mal so festzuhalten, gegen das Telefon spricht erstmal nichts. Es hat ein paar Grundfunktionen, die man auch benutzen kann, so ist es nicht. Die Performance ist aber halt einfach unterirdisch, weil es halt einfach 11 Jahre alt ist. Der Stand der Technik hat sich in der Zeit extrem weiterentwickelt. Ich teste gerade das Xiaomi 12 Pro, da haben wir 990.000 Antutu-Punkte und extrem flottes System. Ja, und hier komme ich nicht mal auf 1000 wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn ich es installieren könnte. Navigation klappt jetzt auch nicht, gut, war auch bloß einfach nur so ein Test. Aber du kannst ja mal ein Foto machen. Oh ja, stimmt, die Kamera, das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Jetzt muss ich erstmal suchen, wo ist sie überhaupt? Home? Ist anscheinend so prominent platziert. Oder du musst den Knopf an der Seite drücken. Keine Internetverbindung. Okay, da passiert nichts. Nochmal zurück. Also es ist halt eben auch nicht schnell. Ich habe jetzt irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht was. Wo bin ich denn jetzt? Zurück. Ah, jetzt. Plop. So, nochmal da. Bitte. Da ist die Kamera. Und ein Camcorder gibt es auch noch. Also 2 Programme. Ui, das sieht aber gut aus. So, Kai, du musst dann glauben. Ich zeig mich von meiner Schokoladenseite. Immer. Ich weiß nicht, wie man ein Foto macht. Auslöseverzögerung des Todes? Setzen Sie eine SD oder eine, stellen Sie sicher, dass auf der SD-Karte ausreichend Speicherplatz, bevor Sie die Kamera verwenden. Alles klar, ich kann noch nicht mal Fotos machen, weil der Speicherplatz nicht ausreicht. Er meckert direkt sofort rum. Also ich habe jetzt hier direkt diesen Satzlaut da drin zu stehen. Das heißt, ich kann anscheinend, ich habe wahrscheinlich gar keinen freien internen Speicher, um das zu nutzen. Aber ich kann immer einen Digital-Zoom machen. Dann habe ich es direkt beendet. Das war jetzt auch nicht Sinn der Sache. Wir machen mal einen Camcorder an. Wo ist da jetzt eigentlich der Unterschied? Weil bei dem anderen, ja gut, er ist verknüpft die gleiche es sofort. App eigentlich, er verknüpft es dann halt nur. Aber ich kann anscheinend. Oder kannst du da noch auswählen, wo es hin soll? Vielleicht das interner Speicher. Mal mehr machen. Fertig. 5 Megapixel. Farbeffekt, ISO, Bildqualität, Ort speichern aus. Ach doch, da vielleicht interner Speicher, Ort speichern. Ach nee, ist nee, per das GPS. Ist ja nur Standort, ja, GPS-mäßig, ja. Bildqualität 100%. Da ist jetzt nicht viel her. Es hat gerade. Also kann man noch nicht mal Out-of-the-Box-Fotos machen. Das ist doch schön. Na, eigentlich nicht. Ist doch richtig schön, ne? Dass man sich nicht mal bei Google anmelden kann, den Play Store nicht nutzen kann und keine Fotos machen kann. Also außer man macht eine MicroSD ran. Nur anscheinend, dass ich über die externe speichern kann, weil er sagt, der SD-Speicher wurde entfernt. Hatte mir gesagt, als ich jetzt hier auf die Kamera gegangen bin. Also wenn ich jetzt hier draufklicke, sagt der SD wurde entfernt oder ist nicht vorhanden. Haben wir eigentlich eine Frontkamera? Nö. Das ist nur oben die Hörmuschel quasi und okay. Das ist nur eine Hauptkamera. Ich kann dir mal noch ein paar Infos geben, so ja. Abseits von dem Phone. Wie gesagt, es kam im Januar 2011 raus zum UVP-Preis von 280 Euro. Wir haben ein 3,2 Zoll Display mit 480 x 320 Pixel Auflösung. Android 2.2 upgradebar auf 2.3. Wir haben einen Snapdragon S1 Prozessor, also Single Core mit 600 MHz. Alter. 512 MB RAM. Wir haben den Micro SD Slot.
Ja. Es soll wohl angeblich auch eine 2 GB MicroSD damals beigelegen haben. Du musst beide Seiten, an beiden Seiten ist eine Lasche. Ich habe mir da echt einen Finger gebrochen. Ja, erzähl weiter. Genau, und dann halt die 5-Megapixel-Kamera und wir können Videos in 480p mit 30 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Theoretisch. Wahnsinn. So, man sieht ja den Akku, der misst 1300 mAh. Na siehst du, wenn man damit dann 2 Tage hinkommt, das ist gut. Jo. Und dann an der Seite sind noch der... Also hier kommt die große SIM-Karte rein, da und kommt Micro-SD-Karte rein und dann war's das. Ich habe es jetzt mal einfach so gemacht. Vielleicht liegt die ja sogar noch bei, wenn hier steht, normalerweise lag die 2 GB Micro-SD bei. Dann mal rauskippen. Und die schreiben, dass es Neuware, dann sollte das auch dem Lieferumfang beiliegen. Ne? So, also das ist alles. Hier ist Papier, hier ist jetzt die Anleitung, hier ist nochmal der Garantieschein. Hier ist dann auch nochmal die Anleitung. Hier sind die Kopfhörer. Da wird es nicht mit drin sein. Hier ist das Ladekabel. Hier ist die Tasche. Da gucke ich jetzt rein. Vielleicht haben sie es ja in die Tasche reingemacht. Was ich jetzt nicht glaube. Nein. Aber trotzdem krass, was es damals an Lieferumfang bei gab. Wir hatten Kopfhörer, wir hatten so eine Kunstlederhülle-Tasche. Ja, und halt eben das Netzteil. Also das aber die Micro-SD sind zu uns schuldig geblieben. Ja, irgendwie. Naja. Schon. Die Schweine haben so's beschissen hier mit einer 2 GB Karte. Dann pack das mal schnell weg. Genau. Schnell. Und um meine eigenen Kriterien ein bisschen aufzubohren, habe ich dann gesagt, okay, ich nehme jetzt noch zusätzlich das günstigste, etwas aktuellere Smartphone auf eBay. In dem Fall Amazon war immer teurer. Soll ich jetzt noch preisraten? Können wir am Ende machen. X-Goodie, ach du Scheiße. Ach, die haben doch auch nur vermaladeite Hardware. Oh, ich muss wieder rauszoomen. Oh, es ist größer. So, also hier steht schon ein bisschen was drauf, aber nur der Produzent. Also X-Goodie ist so eine Amazon- und Ebay-Marke. Den gibt es als chinesischen Hersteller an sich gar nicht. Das ist nur rebranded und quasi dann auf dem Markt neu rausgemacht. Zubehör gucken wir ganz kurz auch rein. Aber das wird jetzt wahrscheinlich... Oh, Schutzfolie und Hülle ist mit bei. Und noch eine kleine Anleitung und ein Ladekabel. Das, genau, aber kein Netzteil. Kein Netzteil. Das war, es ist ja nun auch nicht unbedingt mehr Standard. Auch bei X-Goodie nicht. So, dann machen wir das mal ab. Receiver, Kamera, Volume, Powerlock, Notes, bla bla bla. Batterie, Back, Home und Menu. Ah, oh, sieht schön aus. Folie abmachen. So, wir sehen. Das ist anscheinend noch eine Folie über dem Kameramodul. Ja, das sieht so zerkratzt aus. Das ist auch noch eine Folie. Ja. Wir haben jetzt hier tatsächlich ein 4er-Kamera-Setup. Da ist ein Mikrosensor, da ist ein Mikrosensor, da ist ein Mikrosensor und da auch. Und ein Blitz, ich behaupte mal, davon wird vielleicht maximal einer funktionieren. Ich hatte übrigens Schwierigkeiten, das Telefon überhaupt anzumachen, weil wir haben eine abnehmbare Rückseite. Kannst ja mal gucken. Ja, dann ist da, ja, verstehe schon. Okay, wir haben, ja, genau. Wo ist denn hier der Eingang? Da ist eine Kante an einer Ecke. Muss mal gucken. Das wird übrigens hinterm Display schon abgemacht, die ganze Rückseite. Also der ganze Rahmen wird mit. Ja, jetzt sehe ich die Ecke auch. Ja, das ist so war das ja früher auch. Tatsächlich. So, Akku. Können wir auch direkt mal reingucken. 1000 mAh, okay. Nee, mit 1000 mAh wird es aufgeladen. Wir haben also offiziell 2500 mAh. Steht jetzt. Ach, hier unten steht es da. 2500 mAh. Hm. Genau. Guck dir mal das Kamerasetup an. Da ist genau eine. Und das ist die in der Mitte. Also die obere, der Rest ist halt nur Fake. Ich sag ja, das, wenn überhaupt, funktioniert eine. Ansonsten SIM-Karte, Micro-SD-Karte zum Erweitern und ja, Standard. So, dann müssen wir richtig rumdrehen. Dann dürfte es jetzt mit dem Anmachen aber auch klappen. Das wäre dann wahrscheinlich... Oh Gott, ist das... Ist schon richtig zusammengedrückt. Ich glaube, oben ist noch ein Abstand. Ja. Ja. Also Widerstand vom Knopf ist tierisch furchtbar, weil du merkst nicht, ob du den drückst. Ich habe ihn gedrückt, also er hat überhaupt keinen Widerstand. Und das ist halt, nach unten fühlst du gar nicht also kein Druck, die Lautstärke-Taste und nach oben merkst du noch ein Klicken. Aber unten minimal nur. Und naja, die verschwinden hier schon fast im Gehäuse. Also ganz, ganz billig hergestellt. Uah! Linking People, X-Goodie. Android Go Edition. Android Go Edition, das heißt, es ist maximal 3 Jahre alt, die Software. Kommt das hin? Das wirst du sehen gleich. Android Go kam raus, ich weiß es gar nicht. Naja, im Endeffekt soll ja Go eigentlich nur eine abgespeckte Version sein, die auch mit weniger Hardware klarkommt. So, also auf jeden Fall kann man schon mal sagen, die Performance ist schon mal um Welten besser als das 11 Jahre alte Telefon.
Wir gehen mal direkt in die Einstellung rein. Da ruckelt er so ein bisschen vor sich hin. Es sieht auch sehr alt aus. Und wir haben dann Android 10 drauf und der Sicherheitsupdate stand vom März 18. Genau, und hier fängt schon so langsam das erste an, weil in der Anzeige stand Android 8.1. Ja, wahrscheinlich ist auch die Android-Sicherheitsebene älter und das Android-Betriebssystem wahrscheinlich auch. Das spiegelt dann eigentlich auch das wider, was ich über Xcoody bis jetzt erfahren habe. Wir haben es nämlich noch nie getestet. Aber wir kommen da später zu. Ich habe dir eine App drauf gemacht. Da können wir noch mal ein paar Sachen nachprüfen. Was jetzt stimmt, Android 10 oder Android 8.1? Ich mache mal direkt die Kamera nochmal mit auf, weil hier haben wir ja dann Speicher, aber ist auch arschlangsam. MediaTek 6580 würde ich jetzt sagen. Ich mache jetzt mal kurz ein Bild von dir. Du musst jetzt wieder herhalten. Dauert auch fast gar nicht lange, das Auslösen. Dann drehen wir das Ding mal um. Jetzt hat es auch umgedreht. So, machen wir das nochmal. Machen wir noch so ein schönes Selfie. Oh doch, er hat es gemacht, aber ich merke den Auslöser nicht. So, ist halt auf jeden Fall nicht schnell. Bildqualität ist Man Megapixel könnte meinen, du hast Leberprobleme. So einen leichten Gelbstich. Ja, du bist halt dafür umso blasser. Der schielt da hinten rüber. Also ist 2 Megapixel maximal, vielleicht noch weniger, keine Ahnung. Also offiziell sollen es 5 Megapixel auf der Rückseite und 5 Megapixel auf der Frontseite sein. Kann sein, aber softwaretechnisch ist das mal gar nichts. Ansonsten Kontakte, Musik, ich könnte anrufen. Es lädt vernünftig für wahrscheinlich ein günstiges Telefon. Facelock will ich gar nicht erst ausprobieren. Gmail, Dateimanager, Sicherung, Soundrecorder, Toolkit, Sprachrecorder, Geräteinfo. Da gucken wir nämlich jetzt gleich mal rein. Genau, dann mach das doch mal. Wir behalten im Hinterkopf Android 10. Bei der Anzeige stand Android... Hier steht aber Marshmallow. Marshmallow ist nicht 10. Marshmallow ist doch 6? Oder wie war denn das? Android... Keine Ahnung. Das Marshmallow-Werbung, okay. Dauert auf jeden Fall länger als 5 Sekunden, die Werbung eigentlich zu sehen sein soll. So, schließen. Marshmallow. Wüsste ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Okay, also Mate 30 Mini nennt sich das Ganze. Marshmallow 6.0. Ey, hab ich einen. Also, da muss man sich schon mal selbst auf die Schulter klopfen. Genau. Weil als ich nämlich den Google-Account eingerichtet habe, hat er selber sich auch schon gemeldet, von wegen ein Gerät mit Android 6.0 möchte Zugriff. Und dann dachte ich schon so, okay. So, wir haben 1 GB Arbeitsspeicher, also 165 MB RAM können genutzt werden. Davon sind jetzt knapp 360 noch frei. Das war auch so offiziell angegeben. Ja, okay. Wir haben einen 4-Kerner mit momentan 1300 MediaTek 6580, genau, interner Speicher 8 GB. Was stand in der Anzeige? Auch 8 GB, stand? Ja. Okay, das stimmt, okay. Sensoren, alle 118 App, Gerät, Mate 30 Mini. Genau, so heißt es übrigens, Xcody Mate 30 Mini, genau. SIM, Netzbetreiber, Netzwerktyp, USB Debugging, okay, kann man jetzt nicht so viel auslesen. Google Framework ID System, Marshmallow, okay, Android 6 haben wir festgestellt. Erstellungszeit ist der 21. Mai 2021, okay. Deutsch, Root 9, Betriebssystemzeit, Java, OpenGLS, DRM auf Wide Wide Level L3. Also gut, das Display hat jetzt wahrscheinlich eh bloß 720p. So, MediaTek 6580M. Alter Schwede, ist das? Das geht runter wie Butter, oder? Ja. Kennt ihr den noch? Ist noch ein 32-Bit-Prozessor. Ist ein 32-Bit-Prozessor. 2015 oder so kam er auf den Markt. Schon damals nicht gut gewesen, waren 4-Kerner, wie gesagt 32-Bit mit 1,3 GHz. Man sieht es auch, hier oben ist die höchste Taktrate, die er erreichen kann. Mali 400 MP ist drin. War damals schon ganz, ganz schlecht. Aber immerhin, hey, GPS haben wir. Mhm. Und rein von der Performance her ist das in sämtlichen Fake-Telefonen, die man sich auf dem Markt kaufen kann, ist nach all diesen Jahren immer noch dieser Prozessor drin. Ja. Die müssen Millionen davon rumliegen haben, denn auch mit dem letzten Fake-Telefon, was wir vorgestellt haben, da war so ein ähnlicher Quatsch drin. Genau, ich gebe dir mal noch ein paar Infos. Das Display ist 5,5 Zoll groß. Wir haben nicht mal 720p, denn wir haben 960x480. Hm. Wie gesagt, Kameras hatte ich dir gesagt und ja, das Android durcheinander... Haben wir jetzt auch aufgeklärt. Akku sagt er mir 2800 mAh. Gelesen hatten wir 2,1. Ne? 2500. Stand ach, auch in der Anzeige, stand auch hinten drauf. Ich habe aber im Internet, wenn du nach dem Mate 30 Mini suchst, auch Anzeigen gefunden, wo 2200 mAh stand. Hm. Also gut, es gibt ja bei der Kapazität immer Schwankungen. Das macht Xiaomi, gibt das auch mit 3100 bis 3000 mAh. Aber das ist nur eine Schwankung von 100 mAh, nicht von mehreren 100. Okay, Anzeige 69x480 Pixel, 4,47 Zoll, sagt er hier. Mhm.
Ja. Vielleicht rechnet der das hier unten jetzt wieder mit ab, kann auch sein. Aber es kommt schon eher auf 5,5. Ja, ist glaube ich, auch egal. Ich glaube, den Rest kann man sich jetzt auch schenken, was da so angezeigt wird. Also, um das jetzt mal ganz kurz in drei Worten zu fassen, Finger weg von diesem Telefon, greif lieber zu diesem, weil das ist ein echtes Telefon, auch wenn es funktional nicht mehr so funktioniert, weil Google halt die Server stillgelegt hat für die alten Versionen, aber hier... Ich würde da ganz ehrlich zu keinem von beiden greifen, weil... Nein, das will ich damit auch gar nicht sagen, aber ich will damit sagen, dies hier ist so ein typisch klassisches Fake-Telefon. So ein Blender. So ein Blender, wie gesagt, sowas kriegst du als iPhone, als Samsung, haben wir bei uns hier auf dem Hauptkanal oder auf dem Zweitkanal auch schon mal getestet und ich reiße die Dinger mal runter, weil ihr bekommt extrem veraltete Hardware, die klar schneller ist als das, was hier 11 Jahre alt ist, aber letztendlich immer noch total schlecht ist im Vergleich zu dem, was aktuell auf dem Markt ist und was man für 100, 150 Euro sonst als Telefon bekommt. Also bloß die Finger davon lassen, es lohnt sich nicht. Der MediaTek 6580 ist für mich, da schrillen meine Alarmglocken auf. Da sage ich einfach, nee, da ist der Rest alles auch schon fake. Das ist your einfach die Erfahrung. Your Spider-Sense is articling. Ja, so ungefähr. Also geht gar nicht. Also, und das ist genau das, was ich von Xgoodie bis jetzt gesehen habe oder erhalten habe oder wie auch immer. Wir haben es noch nie getestet. Ich sehe es bloß nochmal bei Matthias Moschus. Der testet die Dinge auch gerne durch. Könnt ihr auch natürlich mal bei ihm vorbeischauen, ne? Moschus.de. Ja, preislich. Schätzt doch mal, was man dazu... Wie gesagt, beides Neuware. Ich habe es in dem Fall beides auf eBay gekauft, weil auf Amazon waren von beiden Geräten die Preise ein bisschen teurer. Genau, ich habe es jetzt extra nicht importiert, damit man es halt auch realistisch so für den ganz normalen User hält, der einfach nur, ich möchte das günstigste Smartphone kaufen, was ich direkt mit Lieferung aus Deutschland bekomme. Neuware. Also ich sage jetzt mal, bei dem Acer wird man wahrscheinlich immer noch irgendwie 30 bis 50 Euro bezahlt haben. Gehe ich von aus. Ich habe bezahlt 36 Euro. Ich blende euch das mal ein. Und okay. Also ganz ehrlich, das ist Verarsche, weil letztlich, du kannst ja das Ding noch nicht mal mehr wirklich für das nutzen, für was es vorgesehen ist. Du könntest mit telefonieren. Ja, dann brauche ich aber nicht dieses Telefon. Da kann ich auch irgendein Feature-Phone nutzen, mache meine SIM-Karte rein, kann SMS schreiben, also anrufen und Bilder machen. Also im Prinzipiell oder Prinzip gegen dieses Telefon, so gesehen, spricht nichts, wenn man Google noch so benutzen könnte, wie es vorgesehen ist. Da es aber halt einfach von den Servern getrennt wurde, fehlen mir 90% der Funktionen, weil so wie es ist, so bleibt es auch. Also ich kann eine SIM-Karte reinpacken und eine Speicherkarte und dann war es das. Zum Telefonieren und vielleicht Musik hören wird es funktionieren, 3-5er Klingel und so weiter, aber... Es ist halt einfach 11 Jahre alt. Hm. Bei dem Telefon, ich denke, da sind wir im ähnlichen Preissegment, 50 bis 80 Euro, weil es jetzt nicht besonders schick aussieht und nicht besonders irgendwie an irgendeinen anderen Hersteller rangeht, wird es weit unter 100 Euro noch liegen. Genau die gleiche Hardware könnt ihr auch für 150 bis 200 Euro kaufen, nur weil dann da halt so ein Fake-Samsung drum gebastelt wurde oder ein Fake-iPhone mit Fake-Apple-Oberfläche. Ich sage jetzt mal, es liegt auch so bei 60... Euro, weiß ich nicht. Also ich habe bezahlt 67 Euro aus Deutschland. Okay. Als Import kriegst du es so, sag ich mal, für 45, 50 Euro. Macht's aber nicht besser. Nee, definitiv. Also, wer wirklich ein günstiges Telefon sucht, der sollte auf eBay dann halt einfach Geräte kaufen, die vielleicht 4 Jahre alt sind. Ja, aber da halt auch irgendwas mit Rang und Namen. Aber Also ich würde auch sagen, in Tendenz kann man schon sagen, wenn man wirklich was Günstiges sucht, wahrscheinlich dann eher ein günstiges Gebrauchtes nehmen. Ja, definitiv. Ansonsten sollte man dann doch eher mindestens 100 Euro investieren für Neuware. Also Xiaomi, also die Redmi-Serie, die hat da die A-Serie, die C-Serie, die liegen so bei 100, 120 Euro. Denn bei 150 ist man schon bei der normalen Redmi-Serie und dann kommt das Redmi Note 10 und hast du nicht gesehen. Ab 100 Euro geht es da los und das sind wirklich auch Telefone, die vernünftig funktionieren, die sogar Updates bekommen, für das wenige Geld sehr viel Funktionen und eine adäquate Geschwindigkeit bekommen, aber nicht so eine völlig veraltete Fake-Hardware, sage ich immer dazu, auch wenn die Hardware ist ja natürlich echt, aber das ist halt einfach so alt oder halt einfach nicht benutzbar, weil noch zu es alt. Es reicht ja also schon, dass das mit dem Android-Version da so ein Kuddelmuddel, also wie gesagt, 8.1 angegeben, dann im System steht Android 10 und letztlich haben wir nur Android 6 drauf. Und du hast ja selber eben schon gesagt, ne, die meisten Apps gerade mal noch vielleicht ab Android 6 nutzbar. Das heißt, jetzt ein Update wird sowieso nicht mehr kommen. Es gibt nicht mal eine Update-Funktion. Und naja, klar, wenn da schon Android 10 gefaked ist. Genau, in Kürze hören, wird man das nicht mal mehr wirklich nutzen können. Nee. Aber immerhin eine abnehmbare Rückseite bei beiden Geräten. Ja, also wie gesagt, wer jetzt über Sicherheitsbedenken gar kein Problem hat und sagt, ich brauche nur was ganz, ganz Günstiges und mir ist scheißegal, was dann würde ich trotzdem nicht zu dem Ding greifen. Aber trotzdem nicht nehmen. Nee, das ändert einfach nichts daran. Nee, das stimmt wohl. Also, wir haben ja über die Jahre so viele Telefone getestet, auch ganz, ganz wahnsinnig viele Importtelefone von Namen, die es heute alle gar nicht mehr gibt.
Gibt es zum Teil, wie gesagt, hier noch in der Historie auf dem alten Kanal, also im Hauptkanal, besser gesagt, wollte ich sagen, und der Tech-Kanal ist hier eine Auskopplung dessen jetzt, um das ein bisschen wieder zu splitten. Davon werden wir uns keins der beiden nochmal genauer schade, angucken. Ich wollte gerade fragen. Soll ich mal damit eine Woche rumrennen? Möchtest. Alter, vergiss es. Ich mache dann auch Instagram-Fotos damit. Oh ja. Ach nee, lieber nicht. Da kennt man nichts mehr. Nee, also wie gesagt, wenn ihr irgendwas suchen solltet, wendet euch an Menschen, die vielleicht sich mit Technik ein bisschen besser auskennen, die auch so Rat und Tat zur Seite stehen können, aber kauft nicht aus blauen Dunst irgendwas, nur weil es günstig ist. Das ist mein Tipp an dieser Stelle. Wie gesagt, ich muss jetzt nicht zwingend Werbung an unsere Webseite sein oder an meine Person oder an das, was wir hier machen oder auf dem Technikkanal vorstellen, aber im Allgemeinen fragt jemanden um Rat, wenn ihr so ein günstiges Telefon habt und da Specs beworben werden, die eigentlich in den Preissegment gar nicht reinpassen. Das Blöde ist, wenn man das halt eben nicht weiß, kann man das nicht differenzieren. Bei uns stand auch schon mal jemand vor der Tür und sagte, hey, ich habe mir ein geiles Samsung gekauft. Wir haben uns angeguckt, wo ist denn das ein Samsung? Ja, hat auch nur 80 Euro gekostet, habe ich mir importiert. Ich sage, ja, es ist auch kein Samsung. Es ist das nur mit Samsung drauf. Also, dem muss man auch den Zahn ziehen. Und hat auch vieles nicht funktioniert. Und das muss man halt einfach mit abwägen. Also, wie gesagt, lasst die Finger von so einem Experimenten. Es bringt euch einfach nichts. Also, das ist wieder so ein Warnvideo. Was mit Rang und Namen und wo man auch Leute irgendwie kennt, die das schon mal gehört haben und ne, also vielleicht genau. Auch Leute, die technisch sich auskennen, einfach mal anfragen und die werden dann sagen. Ansonsten, wenn ihr die Smartphone-Reviews und Co. vermisst, ja. Unten in der Videobeschreibung, wir haben einen Zweitkanal, da sind jetzt die ganzen Reviews von diesem Telefon. Das ist der besagte auf dem Kanal Nerd7 Tech. Genau. Deswegen haben wir das ja gleich gesagt. Also wie gesagt, meine Hoffnung war ja, als ich diese Geräte gekauft habe, dass ich halt mit dem X-Goodie dann wenigstens so irgendwie so ein Preis-Leistungs-Ding, dass man sagt, okay, man könnte damit noch was anfangen, aber nee, das kannst du keinem empfehlen. Wenn jetzt, wie gesagt, ein offizielles Android drin wäre und meinetwegen ein Helio G A22, ein G80, G90 oder so. Dann hätte ich gesagt, ja, völlig okay. Aber wenn schon das Android-System gefaked ist und das eigentlich Android 6 ist und nicht 10, keine Updates kommen, dann will man dort keine sicherheitsempfindlichen Daten öffnen. Und selbst wenn man nur versucht, WhatsApp zu installieren, die senden auch Daten von A nach Z. Ich habe vorhin die App installiert, die Device-Check-App. Das hat, glaube ich, 10 Minuten gedauert, weil er die ganze Zeit im Prüfen war. Also, keine Ahnung. Ich habe dann irgendwann das Display ausgemacht, habe dann irgendwann wieder geguckt und dann war es irgendwann installiert. Also, du wirst da auch so keinen Spaß dran haben. Oh. Weil schon bei, alleine auch so beim Tippen und so weiter, dann hat er sich manchmal also verschluckt wirklich beim Eintippen, als ich den WLAN-Key eingegeben habe. Es ist halt dieser alte Prozessor, wie gesagt, der war vor 5, 6 Jahren, war der einfach auch schon scheiße. Der war wirklich damals schon scheiße. Und es, wie gesagt, das, was mich wirklich verwundert ist, dass diese Dinge immer noch hergestellt werden. Da kann mir aber keiner sagen, dass da irgendeiner in Afrika oder sonst wo dann die Chips da alle wieder runtermöbelt aus den alten CPU oder Telefonen und dann die wieder weiterverkaufen. Die müssen da einfach noch 1 Milliarde von rumliegen haben. Ich kann es mir aber nicht erklären. Also ich habe gedacht, das Ding sogar noch hergestellt. Ja, irgendwann habe ich gedacht, das muss doch mal irgendwann enden. Aber nein, den 6580 gibt es immer noch und ich weiß nicht warum. Egal, lassen wir das, sonst können wir uns, glaube ich, noch tot diskutieren, was das angeht, weil da haben wir beide die gleiche Meinung. Es ist einfach Finger weg und nochmals Finger weg. Wie gesagt, guckt euch Leute an, die sich damit auskennen und dann ist euch auf jeden Fall mehr geholfen, weil es spart euer Geld, Zeit und Nerven. Und lasst gerne mal Feedback da und schreibt gerne vielleicht auch mal so eine Empfehlung, was ihr machen würdet, sage ich mal, in einem ähnlichen, sagen wir mal, in unter 100 € Preisbereich, was vielleicht bei euch so die Alternative wäre, die vielleicht besser funktioniert. Also im 100-Euro-Bereich kriegst du bei Saturn, Mediamarkt und Co. kriegst du auch Telefone. Aber wir wollen mal die Community aktivieren. Ich will das jetzt nicht spoilern, weil das ist ja dann wieder mein Bereich, weil ich da heimisch bin quasi. Also nicht bei den Läden, aber ist halt eben die Arbeit hier. Genau, schreib's nieder und ansonsten war das nicht lang genug. Genau, und ansonsten, wir wollen ja dieses Format jetzt vielleicht auch monatlich machen. Schlagt doch gerne mal in den Kommentaren vor, was könnte man sich dann auch angucken? Das günstigste... Ich sage jetzt mal Wasserkocher, keine Ahnung. Und wir haben als Alternative auch, dass wir das auch mal machen könnten, das günstigste versus das teuerste. Also soll jetzt alles im Rahmen bleiben, aber dass man mal sagt, man guckt sich halt, ich sage jetzt mal einen günstigen Wasserkocher und einen teuren Wasserkocher an. Ja, also macht da gerne mal Vorschläge, wenn euch da spontan irgendwie was einfällt, was vielleicht witzig oder interessant sein könnte. Telefon für 36 im Vergleich zu 150 ist ja das 150-Euro-Telefon auch teuer. Ne? Also das vielleicht mal so als Maßgabe, als Vorgabe, wie auch immer. Genau, okay, das soll es wie gesagt gewesen sein. Danke erstmal fürs Zugucken, Feedback und so. Gucken wir uns auch nochmal an, weil wir wollen ja wissen, was ihr davon haltet. Und dann war's denn auch mit diesen zwei Dingern. Bis dann.